Bascho, 1-1 gegen Kaiserslautern. Aus meiner bescheidenen Perspektive ein gerechtes Ergebnis, kann man das so sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem haben die Riesenchance auf das 2-0 und dürfen dann einfach nicht zwei Minuten später das 1-1 kassieren. Und ich glaube, wenn wir das natürlich das 2-0 machen, dann ist die Geschichte durch. Trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen, müssen wir uns angucken und sicherlich besser machen. Ja, wir waren heute gerade in der ersten Halbzeit auch nicht so unbedingt zwingend, gehen dann trotzdem 1-0 in Führung, was für uns natürlich brutal wichtig war, weil Lautern ja schon ziemlich tief steht und dann mussten die ja auch im Laufe des Spiels ein bisschen aufmachen und waren dann erstmal zufrieden mit einem 1-0 da in die Halbzeit zu gehen. Und zweite Halbzeit haben wir Glück, dass wir einen direkten Anschlusstreffer bekommen und haben es dann auf dem Fuß. Aber nichtsdestotrotz, Elfmeter kann man auch verschießen, müssen wir dann trotzdem klar im Kopf bleiben und können dann nicht direkt einen Gegentreffer fressen. Und zwar so ein bisschen dann der Knockout. Das war auf jeden Fall die Knackpunktphase, nicht nur der Elfmeter, sondern auch insgesamt. Davor waren wir richtig gut im Spiel, hätten im Prinzip nur eine der Chancen nutzen müssen, dann wäre das Ding wahrscheinlich durch gewesen. Ja, genau. Also es wäre dann der Deckel wahrscheinlich gewesen und dann hätten wir es runterspielen können, haben wir leider nicht geschafft. Zwar viel Ballbesitz, aber haben wenig draus gemacht, zu wenig Chancen uns rausgespielt, ja, zu wenig Durchschlagskraft nach vorne entwickelt. Einfach insgesamt zu wenig, gehen dann glücklich in Führung. Zweite Halbzeit dann die größeren Chancen gehabt, große Chancen gehabt, vielleicht auch nicht ein richtig gutes Spiel gemacht, aber ja, hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, da den Deckel drauf zu machen. Aber ich denke, insgesamt über 90 Minuten war es dann auch nicht genug, um heute zu gewinnen. Gerade in eigenem Ballbesitz hatten wir in der ersten Hälfte größere Probleme. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann besser in den Griff bekommen. Wo würdest du sagen, war der Gegner heute auch einfach richtig gut unterwegs? Wo haben sie uns Probleme bereitet? Ich glaube, klar, verteidigen, dass sie verteidigen können, die Jungs, das weiß man, dass die immer dranbleiben, das weiß man auch. Ja, trotzdem, wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Lösung zu finden. Das war, wie du sagst, in der zweiten Halbzeit war es schon besser, aber das müssen wir von Anfang an schaffen. Und dann müssen wir es nächste Woche gegen Pauli sicherlich anders machen. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Aber wir gucken nur auf uns und ich denke, wir haben trotzdem viele Sachen, was wir besser machen könnten. Der Gegner stand schon sehr tief, hat sehr kompakt verteidigt, wenig früh gepresst. Wie gesagt, standen sehr, sehr tief drin. Klar, dass man dann sich nicht sehr viele Chancen rausspielt, ist auch eine gute Mannschaft, ganz klar. Aber insgesamt trotzdem zu wenig, denke ich. Jetzt haben wir zuletzt alles gewonnen. Heute mal ein kleinerer Dämpfer. Gehört das auch irgendwo dazu? Man kann halt dann doch nicht jedes Spiel gewinnen in dieser umkämpften Spielklasse. Na klar, also in der zweiten Liga ist so eng und jeder kann jeden schlagen. Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gebracht und müssen dann auch mit einem Unentschieden da mit leben. Aber wir haben heute nichts verloren, wir haben heute nichts gewonnen, also die Saison ist noch lang. Lass uns nochmal aufs 1-0 zu sprechen kommen. War das so ein klassischer Bobby-Moment? Wusstest du da genau, wo du stehen musst? Ja, man spekuliert halt einfach. Ich laufe einfach voll durch, spekuliere blind sozusagen. Und dann Glück beim Tüchtigen, würde ich sagen, dass der Ball dann genau auf mein Knie fällt. Freut mich natürlich, aber natürlich überwiegt heute das Unentschieden. Matze, erstmal losgelöst vom Spiel. Inwiefern ist das so eine Geschichte, die irgendwie nur der Fußball schreiben kann? Ja, brutal. Also als ich dann heute im Laufe des Tages erfahren habe, habe ich mir auch natürlich sofort gedacht, es kann eigentlich gar nicht wahr sein. Wie du schon gesagt hast, sowas schreibt nur der Fußball und habe mich voll gefreut und einfach versucht, für die Mannschaft alles zu geben. War das für dich dann ein ganz besonderer Druck, ausgerechnet gegen deinen Ex-Verein, dein Pflichtspieldebüt für den HSV hier im Volksparkstadion, oder warst du relativ entspannt? Ja, das habe ich versucht auszuschalten. Ich habe versucht, dass es genauso wie jeder andere Gegner nicht von Emotionen da leiten, dass ich den halben Kader da noch kenne und versucht einfach meine Leistung zu bringen. Und ja. Blick voraus, du hast es schon gesagt, Freitag Stadtderby am Millerntor. Wie gehen wir die Woche an? Wie bereiten wir uns vor? Natürlich mit Volldampf voraus. Jetzt müssen wir uns dieses Spiel sicherlich nochmal angucken. Das müssen wir schon nämlich ein paar Sachen einfach besser machen. Aber dann ist es Derby-Woche, ja. Das ist das Einzige, was zählt. Dieses Spiel wollen wir mit aller Macht gewinnen. Für die Jungs da draußen, für die Fans. Das Ding werden wir ziehen. Ich freue mich riesig. Sonst immer nur vom Fernseher erlebt, jetzt endlich mal live. Und wir werden die Woche alles dafür tun, dass wir dann Freitagabend 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja klar, jetzt heute können wir noch uns ärgern und dann ganz klar ab morgen dann voller Fokus aufs Derby.